Oh, hallo. Ich leide an einer Krankheit, nämlich... Oh, easy. Ich bin fett. Fuck, wird angegriffen. Alles nur, weil ich fett bin. Nein, ohne Scheiß. Ich bin, glaube ich, sogar übergewichtig. Aber ich muss sagen, vor einem Monat könnte man mich wirklich in die... mein Handy klingelt. Hallo, ich bin der Nadim und suche meine Mutter. Vor einem Monat könnte man mich wirklich diagonal in die Tonne schmeißen, wie so eine kleine Klabusterbeere. Nee, aber ich war wirklich fett und ich geb's auch zu. Und ich meine, das ist eine schlimme Krankheit, die man bekämpfen sollte. Wenn ich den jetzt nicht töten kann, dann raste ich aus. Ich habe mir auch früher diverse Rohstoffe in den Mund genüsslich geschoben, wie zum Beispiel die eine oder andere Mehlschnitte oder Pizza oder das, was man auch gerne macht als dickerer deutscher Staatsbürger. Man geht in einem chinesischen Restaurant und schiebt sich dann die sogenannten Frühlingsrollen in den Mund. Nee, aber ich habe es wirklich übertrieben. Mittlerweile trainiere ich. Der war gut, oder? Ja, der war richtig gut. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, mache ich 20 Mal den Hampelmann. Aber siehst du das, was er macht? Siehst du das, was er macht? Der zerboostbammt mich. Easy. Vor allem, wenn mich meine Mutter dazu bittet, Brot zu kaufen, so am Samstag, weil wir frühstücken möchten oder weil wir irgendwo rausgehen möchten, also mit der Familie. Und ich kann da nicht hin, weil ich fett bin. Das ist ja das. Ich bin ja nicht mal so beweglich wie früher. Meine Sportnoten leiden drunter. Ich bekomme nur noch 5 in den Arsch geschoben und im Endeffekt bin ich zu nichts fähig. Und das alles nur, weil ich fett bin. Und ich muss mein Leben jetzt auf die Reihe bekommen. Ich habe mir überlegt, jetzt nicht nur 20 Hampelmänner, bevor ich schlafen gehe, zu machen, sondern gleich 40. Ich muss was für meinen Körper tun. Ich habe mir auch überlegt, eine Diät zu starten. Diese Diät folgt so ab. Na, ich versuche einfach weniger Fleisch zu essen und mehr Salat.